Ja, servus Leute und hallo. Ja, einen wunderschönen Dienstag wünsche ich. Bei mir ist Freitag und ich habe heute mein Spielzeug abgeholt mit meinem Krame. Ja, was habe ich denn geholt? Man sieht's ja gar nicht. Wo ist es bloß? Vielleicht da? Oder da? Oder da? Nee, ich zeig's euch. Ich habe mir einen Pflug gekauft, das habe ich ja im Livestream schon gesagt, dass ich einen Pflug suche fürs Äpfelbiedler, weil mir das einfach zu blöd ist, den großen rauszuholen. Da brauchst du eine Stunde, bis du ihn rausgekramt hast, dann tust du 10 Minuten nageln und dann räumst du wieder eine Stunde auf. Das ist ein Schmarrn. Und darum habe ich mir für meinen Kramer was besorgt. Ja, muss ich mal gucken, entweder am 28er oder vielleicht geht es sogar am 15er. 15er wäre natürlich im Moment schöner, der hat noch keine Vorderradkotflügel. Ist dadurch einfach ein bisschen wendiger, weil gerade beim Agen sind die Kotflügel beim KL 300 kaputt gegangen, weil du immer so steil umgewendet hast. Ja, schauen wir halt einmal. So, wie schaut das Ding jetzt aus? Ich spanne euch nicht länger auf die Folter. Da steht er. Das ist ein Pflug der Gebrüder Eicher. Ein Zweischare. Winkeldrehpflug. Also eigentlich, wenn man so nimmt, ein Vierschare, aber wird als Zweischare halt, wie gesagt, ausgewiesen. Da steht's, Gebrüder Eicher. Eigenartige Farbe, ne? Fabrikatsnummer und Typ. Ja, das ist das gute Stück. Muss mich jetzt natürlich erst einmal reinfinden, muss gucken, wie das alles funktioniert. Aber das wird sich finden. Arbeitstiefe einstellen, geht auf alle Fälle schon mal über das Rädchen. Das ist ein einfaches Schubkarrenrad, kannst du sagen. Kannst du hier so runterkurbeln und kannst du mit dem Pflug quasi einmal ausheben. Ja, geht natürlich besser, wenn nichts drauf liegt. Oder natürlich dann auf die richtige Arbeitshöhe einstellen. Der soll ja schließlich ackern und nicht nur schaben und schälen. Und zum Ackern, da kurbelt man das Ding natürlich dann noch auf die Höhe, die man braucht. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. So, meinetwegen so oder wie auch immer. Der Stützrad, das gibt mir ja dann meine Arbeitstiefe mit vor. Ja, Stützrad bei dem vorne. Dann ein Winkeldrehgelenk hier. Ich glaube, ich habe mittlerweile herausgefunden, wie das funktioniert. Ich habe den Flug jetzt seit genau 5 Minuten hier auf dem Hof stehen. Gerade geholt. Das Drehgelenk funktioniert wie folgt. Ich senke den Pflug ab, habe ich gerade gemacht. Also hier kann ich auslösen. Dann klappt er. Ja, der Hebel ist jetzt drin. Ich fahre quasi mit dem Pflug und senke ihn ab. Dann arbeitet er so. Und wenn ich ihn jetzt aushebe, dann ist hier drüben gespannt. Und wenn ich dann den Hebel betätige, dann drückt er ihn quasi aus dem Eigengewicht irgendwie darüber runter. Wie genau das funktioniert, muss ich selber mal gucken. Aber es ist eine interessante Technik. Ich wollte so ein Ding schon immer haben. Schon lange überlegt und jetzt habe ich einen. Ja, so ist er in gutem Zustand. Schaut soweit gut aus. Eine Schraube fehlt. Okay, muss ich mal gucken. Vielleicht habe ich im Fundus noch irgendwo was. Ja, die zwei Stroheinleger hier außen dran, die liegen im Werkzeugkasten vom Krame. Die habe ich natürlich auch dabei. Und die Arbeitsbreite werde ich wohl noch ein bisschen vergrößern, weil mir scheint er doch jetzt im Moment recht schmal zu sein. Ich glaube, beim Kramer darf sogar noch ein Stückchen breiter werden, sprich da vorne den Bolzen raus, den ganzen Körper mit die Schare um ein Loch nach links versetzen, beziehungsweise ein Loch nach rechts und hinten dran die Stange natürlich dann auch. Und ich denke, dann müsste die Spur für den Kramer eigentlich optimal passen. Wie gesagt, ich bin mir noch nicht sicher, es könnte schon passen, aber mir scheint es doch ein bisschen, ja, müsste man ausprobieren, das ist glaube ich das Einfachste. Lange theoretisieren, ist eh immer kacke. Ja, die Eisendader, die können dann natürlich noch angeschraubt. Die sollen die Kräfte noch ein wenig mit auffangen. Und die Einstellung, wie weit sie auseinander sind, muss man gucken. Alles noch zum Rumprobieren und Ausprobieren und, wird schon irgendwie werden.
Ja, ist ja das erste Mal, dass ich so einen Winkeldrehflug habe. Früher lief so ein Ding auch am Kramer dran. Da hatte der Großvater mal einen und der ist irgendwann dann weggeschmissen worden. Mal gewiss, wenn er nicht Schmotzer Eberhard oder weiß der Teufel was. Es gab auf alle Fälle mal bei uns einen. Der ist aber dann entsorgt worden, weil der große Krone kam. Ja, und ich habe mir jetzt so ein Ding wieder angelacht. Warum? Ja, weil es einfach praktisch ist, so einen kleinen Flug zu haben. Ist doch irgendwie ein bisschen einfacher als ohne. Gerade für die Kartoffeln, denke ich, ist das optimal. Und wenn ich jetzt das Gespann so angucke, so schaut es doch optimal aus. Ich denke, im Feld wird sich dann zeigen, wie gut das Ganze ist. Aber es hat früher funktioniert, also warum soll es nicht funktionieren? Die, wo ich ihn jetzt her habe, die hatten ja auch zum Kartoffelbeet rumgraben, machen aber jetzt schon ein paar Jahre nichts mehr. Jetzt stand das Ding nur noch in der Ecke und sollte weg. Die haben ihre Landwirtschaft vor 20 Jahren aufgegeben, die Viehhaltung. Und jetzt endgültig, die haben einen kleinen D25er Deutz gehabt. Ja, und da hing der normalerweise hinten dran. Hat er gesagt, ging optimal mit der Leistung. Deswegen, wie gesagt, ich bin am Überlegen, es könnte eventuell der 15er schaffen. Geschwindigkeit ist dann relativ, aber wird man sehen, wie gesagt, für die Kartoffeln. Ich muss jetzt da keine Rekorde brechen, ich muss jetzt das Feld nicht in 5 Minuten rumgegraben haben. Wenn es eine halbe Stunde länger dauert, ist es so. Aber das wird man sehen von der Leistung her, wie es geht. Ja, auf alle Fälle ein nettes kleines Spielzeug, über das ich mich richtig freue. Ich würde jetzt am liebsten schon mal einen Probeschnitt irgendwo machen, aber Dauergrünland umbrechen ist ja verboten, das darf man ja nicht. Da hat es ja schon Ärger gegeben, weil die Schweine unten gegraben haben. Ja, muss ich halt mal gucken. Irgendwo findet sich schon ein Eck, wo ich das einmal ausprobieren kann. Und dann wird man sehen. Wie gesagt, spätestens dann, wenn das Äpfelbeet kommt. Für da müsste optimal sein. Gut. Tja, so schaut das Ding auf alle Fälle aus. Wir können ja mal jetzt noch einen Test machen, wie ich am Schwenken. Ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Weiß ich, wie gesagt, selber nicht. Ich setze mich mal schnell drauf und dann schauen wir mal. Bevor ich es vergesse, wir haben einen netten Gast hier. Einen seltenen netten Gast, über den ich mich freue. Hoffentlich bleibt er übers ganze Wochenende. Ja, was meine ich? Es nieselt ein bisschen. Das Regen ist es noch nicht, aber es nieselt ein bisschen. Darf ruhig ein bisschen mehr sein und darf ruhig das ganze Wochenende so schön durchregnen. Da würde ich mich drüber freuen. So 50, 60 Liter, die wären mal nicht schlecht. Schauen wir mal, ob dieser seltene Gast auch da bleibt. Oder ob es wieder bloß so eine Fata Morgana ist, die keiner kennt. Na, keine Ahnung. Ja, den Kram und den Flug habe ich jetzt erst einmal hier oben reingestellt ins Carport, wo normalerweise mein Auto steht. Mein Auto bleibt dann einfach jetzt einmal über Nacht draußen. Pff, wer weiß, wenn es durchregnet, okay, ist er halt nass, aber wäre es kein Auto geworden. Ich könnte nächstens noch rückwärts davor fahren, aber andererseits... Höchstens, dass die Fußmatten wieder nass sind. Was anderes passiert eben nicht. Bloß ich parke den jetzt erst einmal hier drin. Morgen, wenn ich dann ein wenig mehr Zeit habe, weil mittlerweile ist es doch schon wieder relativ spät, ich muss noch in den Stall.
Morgen, wenn ich ein wenig mehr Zeit habe, werde ich den Pflug einmal mit Dampfstrahle gründlich waschen. Dann werde ich ihn mal ein bisschen breiter stellen, werde die Schare alle richtig befestigen, werde die ganzen Eisen nochmal richtig befestigen, dass der komplett zusammengebaut ist und seine volle Größe hat. Ja, und dann, je nachdem wie viel es jetzt regnet und ob es das Wochenende durchregnet oder nicht, eventuell dann nochmal das Kartoffelbeet unten rum ackern. Auch mal gucken. Da kann ich ja gleich einmal probieren. Wie gesagt, der erste Versuch wäre auf alle Fälle mal mit dem K15, weil unter Umständen reichen die 15 PS ja aus. Das könnte natürlich schon ein bisschen knapp werden, aber probieren geht über studieren. Und das wird man dann sehen. Ja, von der Arbeitsbreite, wie gesagt, muss ich mal schauen, ob ich so mache oder ob ich eine andere stelle. Keine Ahnung. Da bin ich mir noch nicht so ganz schlüssig. Eventuell weiß mein Vater da noch einen Rat. Wie gesagt, wir hatten ja früher mal so einen Flug. Vielleicht hat der da noch eine Ahnung davon, wie das alles eingestellt war. Ja, was noch fehlt, das ist hier oben eine Schraube. So eine ganz normale Flugschraube. Ich glaube, da könnte ich passende haben. Mit ein bisschen Glück. Die muss da rein und hinten dann der Stroheinleger verschraubt werden. So wie da. Die Eisen da, die können auch befestigt. Die können dann normalerweise dahin, um den Druck noch ein wenig aufzufangen, dass das nicht alles auf die Schrauben liegt. Eingestellt gehört er hinten noch. Aber das wird alles werden. Ja, und dann geht's auch mal dran, so ein Ding da für den Bulldog einzustellen. Also wie es bei einem Volldrehflug geht, das weiß ich, das habe ich letztes Jahr bei unheim gemacht. Da haben ja einige geschrieben, ja, den hat es aber ganz schön schräg gezogen, den Bulldog. Ja, das war am Anfang. Man muss das Ding erst einmal einstellen, aber dann am Schluss konntest du das Lenkrad loslassen, hättest du auch Zeitung lesen können. Und ja, muss ich natürlich mal gucken, ob das bei dem auch geht. Ich habe hier jetzt dann Hinterradschlepper zum Ackern. Zieht natürlich schon ganz anders. Werde ich mit Differentialsperre arbeiten müssen? Geht es eventuell ohne Differentialsperre? Zieht er nicht so? Wird es eine Verreisen vorne dran? Keine Ahnung, das sind alles Unwägbarkeiten. Das werde ich sehen, wenn es soweit ist. Erstmal probieren. Und wie gesagt, probieren geht immer über Studieren. Ja, so ist auf alle Fälle der aktuelle Stand. Und ich wollte euch das nicht vorenthalten. Ich habe es ja gesagt und der Semde hat ein paar Flüge verlinkt gehabt. Danke, Modell Eicher. Ja, da war unter anderem deiner dabei. Gundelsheim stand runter und Motscherbach was. Motscherbach ist gleich bei mir ums Eck. Das habe ich unten runter gelesen. Standort, mein Lois, denke ich. Oh, mein Lois, den musste gleich zuschlagen. Da musste den holen. Wenn er mal gründlich gewaschen ist, dann wird man auch gleich einmal sehen, wo er überall abgefettet gehört. Dann sieht man gleich einmal, ob noch irgendwelche Beschädigungen oder was sind. Denke ich aber nicht. Weil der ist noch gearbeitet worden. Der stand jetzt in einer Scheune. Und die Schare sind noch relativ blank. Also, ewig war der auf jeden Fall nicht gestanden. Der war noch im Einsatz und so Schare sind ja ruckzuck wieder blank, wenn du damit arbeitest, dieser Cut-In. Arbeitstiefe habe ich hier natürlich keine 30 cm. Das sind, wenn es gut kommt, vielleicht 15, vielleicht 20 cm, wenn er packt. Von mehr kann man da nicht reden. Brauche ich ja aber für die Kartoffeln auch nicht. Ich will ja da nicht 5 km in den Boden rein. Das ist ein Schmarrn. Ja, da schauen wir einfach mal. Gut, in diesem Sinne, das war's für meinen Freitag. Ich mache jetzt noch meine Stelle und wir sehen uns, denke ich, morgen wieder. Und dann schauen wir mal, wie das Wetter ist. Beziehungsweise morgen wird auf alle Fälle der Pflug einmal gründlich gewaschen und abgefettet. Und wer weiß, vielleicht, wenn mich's überkommt, dann könnte es ja sein, dass der vielleicht auch einmal hergerichtet wird. Dann wird er auch lackiert oder was. Und dann wird sich das zeigen, wie er ausschaut. Ja, am Freitag habe ich auch noch davon gesprochen, dass wir ein Phantom haben oder einen seltenen Gast. Den Regen. Ja, am Freitag hat es nicht viel geregnet. Das waren vielleicht 5 Liter oder so. Da hat es aufgehört. Haben wir schon gedacht, oh, hätte mehr sein können. Ja, dafür hat es dann am Samstag nochmal kräftig geregnet. Das waren 15 Liter. Also kräftig ist relativ. Sind wir bei 20 Liter. Ja, Sonntag war es dann wieder einigermaßen trocken. Da hat es gar nicht geregnet eigentlich. Und jetzt am Montag hat sich der Regen dazu entschieden, es regnet nochmal. Wir haben aktuell noch einmal 10 Liter dazugekriegt, das ist jetzt bei 30 Liter. Und ich muss echt sagen, ich glaube, der Natur tut das Ganze richtig gut. Wenn man sich jetzt so umguckt,
Die Bäume, die schießen jetzt regelrecht raus. Das Gras schaut wieder saftig aus. Ja, so wie es halt muss. Richtig schön, ich freue mich drüber. Alles richtig klasse. Dann kann es endlich auch mal gescheit wachsen. Ja, ich stehe jetzt gerade hier hinten im Stall. Mach meine Pferde noch fertig. Dann bin ich nämlich mit den Viechern heute durch. Und wer sich fragt, warum ich so komisch ausschaue, nein, das ist kein Regenmantel. Das ist wieder das. Ich sage immer ganz körperkundum, so schaut es nämlich aus. Also das ist der Gummianzug, dieser Schutzanzug, den ich auch für Pflanzenschutzzeug gehabt habe. Also für Spritzereinigen damals. Beziehungsweise den ziehen wir normalerweise an zum Maschinenwaschen, weil du dann nicht immer ausschaust wie eine Sau. Und ich habe keinen Regenmantel gefunden und habe gedacht, dann improvisierst halt, ziehst du das Ding an. Bleibst wenigstens im Ganzen trocken, hast keine Hose, hast kein Hemd. Optimal. Ja, wie gesagt, es gibt kein schlechtes Wetter. Es gibt eigentlich bloß schlechte Kleidung. Und wenn man die richtige anhat, dann ist das Wetter optimal. Und ich sage ganz ehrlich, ich freue mich über den Regen. Das ist richtig schön. Tja, meinen Pflug kann ich zwar natürlich jetzt nicht ausprobieren. Ganz klar. Wenn es regnet wie Sau, erstens schmiert es wie Sau, zweitens macht es Dreck wie Sau und drittens macht es absolut keinen Spaß, deswegen lasse ich das jetzt erst einmal bleiben. Ist aber nicht schlimm. Ich habe darauf gehofft, dass der Regen kommt. Erstens der Boden wird ein wenig weicher, den weicht es ein wenig auf oben her. Den Flug zieht es dann mit Sicherheit auch deutlich besser rein, weil ich habe nur mal ein Probeding hinten am Misthaufen probiert. Da war der Boden eh knochentrocken, knüppelhart. Und der Lehmboden, der wird wie Beton und da der Flug, der schabt oben drüber, den zieht es gar nicht rein, da hast du keine Chance. Deswegen sage ich ganz ehrlich, ich bin überhaupt nicht abgeneigt, wenn es ein wenig regnet. Das freut mich umso mehr. Bin ich richtig begeistert davon. Und ja, ich kann es erwarten. Die Kartoffeln sind natürlich auch noch nicht drin. Saatkartoffeln habe ich jetzt keine Weile gekriegt. Da nehme ich jetzt dann einfach von meinen alten Kartoffeln noch was, da mal ein paar rein mit denen, sind auch Futterkartoffeln. Und von den anderen habe ich von jedem ein bisschen was. Und das wird schon irgendwie reichen, wenn ich Sattel reinmache, dann müsste das gehen. Ja, so ist jedenfalls der aktuelle Stand. Am Flug kann ich euch da noch was zeigen. Da habe ich noch ein bisschen was weitergemacht. Und dann war es das eigentlich schon wieder für dieses Video. So, ich stehe jetzt unten in der Maschinenhalle. Der Pflug steht mit hier unten. Ich habe die Eisen hinten an die Scharre noch mal gemacht. Ich denke, Stroheinleger heißen die. Fragt mich jetzt nicht, müsste ich lügen. Hat ja der große Pflug auch. Das große dicke Eisen da. Und das hat mein kleiner hier natürlich auch. Da und da. Ja, eingestellt ist er natürlich noch nicht. Das macht man im Feld. Da muss ich erst noch mal gucken, wie das Ganze dann gehört. Ich bin mir noch nicht sicher, ob die Einstellung gerade passt. Laut meinem Vater müsste es aber alles gehen. Den Rest habe ich durchgeguckt. Ich habe das Ding jetzt gründlich gewaschen gehabt und habe ihn mal kräftig neu abgeschmiert. Was ich schon in Erfahrung gebracht habe, dieser Stecker hier unten zum Umstecken, ist für die Schwenkkraft. Je nachdem, wo ich ihn einstecke, schwenkt er ganz leicht und sanft oder eben richtig stark. Das kommt immer auf den Boden an. Habe ich an rechten Lehmboden, der vielleicht dann auch noch recht feucht ist, jetzt zum Beispiel der Fall, obwohl feucht ist er jetzt deswegen auch nicht, dann würde der an die Schare pappen bleiben und dann ist die Drehgeschwindigkeit zu langsam und der Flug bleibt vielleicht mittendrin im Drehvorgang stehen. Ist ja mechanisch gekippt, da musst du absteigen und musst du per Hand gar rumkippen. Das ist recht mühselig und deswegen kannst du es da unten umstecken. Und ja, jetzt müsste er eigentlich auf dem härtesten stehen. Ich habe mir passend zu dem Flug noch eine Anleitung organisiert. Die müsste jetzt die Woche noch irgendwann kommen. Der Reifen hält auch die Luft, das ist auch gut. Ja, die müsste die Woche noch kommen. Und dann wird sich zeigen, ob soweit alles passt. Ja, und wenn es noch ein bisschen trockener dann wird, dann sieht mein Plan zumindest so vor, Pflug nehmen und ab dafür ins Feld und dann probieren wir das Ding einmal aus. Ja, aktuell hängt er, wie der unschwer gesehen hat, hinter meinem K15.
Ja, warum der Schlepper? Weil ich einfach auch mal sehen möchte, ob der an die Leistungsgrenze kommt oder ob das reicht. Das muss ich mal probieren, vielleicht funktioniert es. Der Flug ist angegeben mit einer Leistungskategorie von 13 bis 22 PS. Känguru und zumindest laut Besitzer 20 PS D25. Und das hat wunderbar funktioniert auf denen in ihren Tonböden. Deswegen möchte ich es einmal ab 15 PS Krame probieren. Wenn es geht, ist recht. Wenn es nicht geht, ich habe einen größeren Krame. Den möchte ich aber eigentlich ungern wieder für sowas nehmen. Sind wieder die Kotflügel vorne dran. Tja, so schön wie die Kotflügel sind, wenn du Straßenfahrt machst, damit du den ganzen Schlepper nicht voll saust oder wenn du dann zum Mist fahren gehst, so beschissen sind sie im Feld. Ich habe nämlich letztens wieder gearbeitet gehabt damit. Bloß schnell war es umgeparkt und natürlich voll vorne wieder den Kotflügel erwischt. Der schön sauber lackierte, geglättete Kotflügel wieder abdecken und dann Kratzer drin. Ja, der ein oder andere würde sagen, das ist eine Arbeitsmaschine, aber mich ärgert das ungemein. Ich habe schon manchmal überlegt, ob ich die Kotflügel vom KL300 einfach runterschmeiße. Aber na, andererseits ist das natürlich auch wieder blöd. Raufst sie runter, dann ärgerst dich wieder, weil sie fehlen. Hast sie dran, ärgerst dich, weil du damit nichts arbeiten kannst, weil du jedes Mal irgendwo hängen bleibst. Ich bin manchmal jetzt schon wieder versucht zu sagen, an den Bulldog kommen keine ran. Ist zwar scheiße, wenn es jetzt nass ist und du fährst, weil dann spritzt wieder alles voll. Aber andererseits hast du keine dran. Der ist einfach windiger, weil bei Krame, wie gesagt, das große Problem ist einmal das Lenkgestänge hier. Du schlägst ein und die Kotflügel donnern immer da dagegen. Vor allem, wenn du in einer Furche drin stehst. Und was noch ein Problem ist, zumindest beim KL300, könnte aber bei dem auch ein Problem werden. Wenn du den Kotflügel voll einschlägst, dann bleibt er unten am Motorblock hängen. Der Kotflügel steht ja wegen vom Reifen ab. Dann schlägst du hier voll ein und zumindest beim KL300 stößt er dann da unten an. Und das ist einfach nur Kacke und ärgert ungemein, wenn du dann mitten im Kotflügel drin eine Kratzer drin hast oder den Lack runtergerafft oder sonst was. Mich ärgert sowas. Vielleicht bin ich kleinlich, aber ich habe einen Haufen Geld reingesteckt in den Bulldog, ich habe einen Haufen dran gemacht und deswegen beißt man sich dann schon einen Arsch, wenn er runtergeranzt wird. Und da bin ich halt ein bisschen empfindlich, gerade weil es das Erbstück vom Opa ist. Bei dem bin ich jetzt etwas weniger empfindlich, sage ich ganz ehrlich. Das ist halt der Arbeitsbulldog, so beschissen wie es klingt. Ja, wie gesagt, ich möchte auf alle Fälle mal an dem probieren zu ackern. Er hat ja relativ große, breite Reifen drauf. Der andere hat 11,228er und der ja 12,424. Die sind natürlich einen ganzen Ticken breiter. Ich verspreche mir da davon auch ein wenig mehr Traktion. Luft natürlich ablassen, ganz klar. Den stelle ich dann ein. 1 bar, 1,1 bar, irgend sowas in den Dreh. Je nachdem, wie es gut ausschaut. Zum Feld habe ich es ja nicht weit. Ich muss ja nicht große Straßenfahrten machen. Ja, und dann sollte der eigentlich ziehen wie Sau. Und ja, zumindest da hinten im Lehmboden hatte ich weniger das Problem, dass der Bulldog das nicht gezogen hätte oder dass die Leistung vom Bulldog weg war, sondern mehr Traktionsprobleme. Natürlich, weil ich keine Luft abgelassen gehabt habe. Also da haben die Räder durchgedreht, trotz Differentialsperre. Und das ist natürlich nicht Sinn und Zweck. Aber da muss ich mal gucken. Oberlenker wird wahrscheinlich auch noch anders eingestellt können, weil der steht mir ein bisschen arg flach. Entweder eine Raste tiefer oder vielleicht sogar eine unter den Bolzen rein. Das müsste ich mal probieren. Das wird sich zeigen. Ja, ansonsten Stützrad, also Arbeitstiefe habe ich mir so gedacht, 15-20 cm wäre nicht schlecht. Das sollte mit dem Flug locker machbar sein. Und ansonsten, dass man halt ein wenig saubere Furche nachhaut und dass das Ganze schön ausschaut. Das Wichtigste, das ist natürlich erst einmal vorm Pflügen. Ich muss unten das Feld ein bisschen grob vermessen, weil das ist im Ibalis angegeben. Und da muss ich gucken, dass ich möglichst dann auch die Fläche trifft, die angegeben worden ist, weil sonst gibt es eine auf die Nuss. Wenn du da dann natürlich, du gibst da an 0,03 Hektar Kartoffeln und dann legst die 0,03 Hektar Kartoffeln zwar an,
und triffst auch die Größe fast, aber die Größe ist an der falschen Stelle. Deswegen hat mein Vater gestern das Ding einmal aufgerufen und hat mir gezeigt, wo es ist und hat mir die ganzen Maße gegeben und das muss ich halt einmal grob abstecken. Also wenn es ein bisschen größer ist oder ein bisschen länger oder was, ist es nicht dramatisch, aber zumindest an die Größe und an die Platzierung halten und nicht irgendwo wild drauf loslegen. Wäre ja auch irgendwie ein Schmarrn. Ja, auf alle Fälle, ich bin nochmal gespannt, wie sich dieses Gespann dann schlägt. Ich freue mich schon, den Pfluger mal im Einsatz zu sehen. Gehört halt, wie gesagt, alles da noch ein bisschen eingestellt, vermute ich mal. Der wird nicht passen. Zumal bei dem ist er unten im Flachland gelaufen. Der hatte eher flache Felder und ich habe halt Hanglage. Und für Hanglage, das ist ja bei unserem Pflug hier schon der Fall, der ist so eingestellt, dass der Bulldog schön gerade läuft, der Pflug hinten den Bulldog nicht total verzieht. Das machst du im Hang wunderbar mit dem. Ich weiß nicht, wer die Videos angeguckt hat. Ein paar haben geschrieben, das hat überhaupt nicht funktioniert, aber am Schluss wäre richtig, wieder justiert war. Wunderbar. Wenn das eingestellt ist, der rennt geradeaus. Du brauchst das Lenkrad nicht festhalten, der zieht sich von ganz alleine gerade vor. Ja, nimmst du den Pflug jetzt aber da und eine Krone und fährst da damit auf ein ganz normales, ebenes Feld. Dann kannst du schon mal einpacken, weil dann kannst du den ganzen Pflug neu einstellen, weil der ist auf Hang eingestellt und das Feld, was ich draußen im Betzmannsberg dann ab Herbst wieder habe, das kannst du mit dem vergessen, weil das ist keine Hanglage, das ist eher flach. Da machst du keine schöne Furche und da ziehst du den sonst wohin. Mein Vater hat ja gesagt, andere Bauern, die haben immer geschimpft gehabt. Dann habe ich gesagt, wie machst du das, dass du am Hang agieren kannst, auf geraden Buden, das ist das Schönste überhaupt. Mit dem Pflug geht es wunderbar. Wenn er richtig eingestellt ist, dann geht es erst rein. Ja, so viel dazu. Und jetzt würde ich sagen, ich wünsche euch eine schöne Woche noch. Und wir sehen uns aufs Wochenende. Thema Steckdose. Das hat sich jetzt auch ergeben, war eine Kreuzschaltung. Da war, wie gesagt, ein bisschen was verkehrt geschaltet. Da war die Steckdose auf die Kreuzschaltung geschaltet und wenn du das Licht ausgemacht hast von dem einen Schalter, hast du die Steckdose mit ausgeschaltet. Ist natürlich ein wenig blöd, jetzt ist das Ganze gelöst. Ich habe jetzt Dauerstrom auf der Steckdose und das Licht schaltet ganz normal. Das funktioniert wieder. Hat mein Bruder relativ zügig rausgehabt. Sagt er noch so, wie viele Lichtschalter hast du? Das sage ich 3. Ja. Ruckzuck. Elektriker halt, ne? Gut, in diesem Sinne, ich wünsche euch jetzt was. Wir sehen uns am Freitag wieder. Bis dahin, eine schöne Woche. Servus.